Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Doro von www.dorostempelt.com und ja, ich habe das Video zur Auslosung noch nicht gemacht. Das folgt hoffentlich heute noch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil bei uns ein bisschen das Chaos zu Hause ausgebrochen ist. Bedeutet für euch, wenn es heute nicht folgt, dann folgt es im Zweifel im Laufe der Woche und ihr habt noch ein bisschen Zeit zu kommentieren, um welches Video es geht und um welche Verlosung. Zeige ich, also mache ich in die Infobox, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie ich das hier so mit i verlinke, keine Ahnung, das überfordert mich. Ihr findet das Video, was ich meine, in der Infobox. So, heute möchte ich mit euch eine Karte basteln und ich habe tatsächlich gesehen, zwei haben sie schon gebastelt. Das heißt, es ist eine Wiederholung, aber ich mache ein anderes Design. Vielleicht ist es dann wieder interessant für euch. Und zwar möchte ich mich mit euch eine Double Flap Funfold Card, heißt sie, glaube ich, basteln. Ihr werdet nachher sehen, was ich meine. Man braucht viel Papier. Ich habe schon das ein oder andere vorgeschnitten, dieses Mal. Und ihr werdet nachher sehen, was ich meine. Was ich mir ausgesucht habe an Produkten, ist, ich möchte mit diesem Designerpapier basteln. Verliebt in Paris heißt das. Das kennt ihr ja schon aus anderen Varianten. Und zwar werdet ihr sehen, dass ich dieses Design zumindest schon mal benutzt habe. Das hole ich mal nach vorne. Und ich möchte... Ich wollte eigentlich die Schrift noch... Ah, da ist sie. Und ich möchte die Schrift benutzen. So, und bei der Schrift, das habe ich also auch noch nicht geschnitten. Ich habe so ziemlich viel geschnitten. Die Dame, die Karte bekommen soll, liebt rosa und blautöne. Deswegen, also, ne, also blütenrosa finde ich, ist halt rosa. Ich hoffe, es gefällt ihr. Es ist jetzt nicht so bam-rosa, aber es ist halt, ja, blütenrosa halt. Ich hoffe, sie ist damit einverstanden. Obwohl ich dieses Blütenrosa trotz des Namens Blütenrosa immer doch sehr lachsig finde. Aber gut. Ist halt offiziell ein Rosaton. Hier hoffe ich, dass das Aquamarin durchaus noch in Ordnung ist. Ansonsten gut. Wir werden sehen. So, die Grundkarte werde ich in Granit machen. Ihr braucht zwei Cardstocks für die Grundkarte sozusagen. Als Stempelset habe ich mir natürlich hingelegt Verliebt in Paris. Da werden wir diesen Stempel von benutzen. Ewige Blüten, da werden wir den Kirschzweig benutzen. Und hier, so gesagt, da möchte ich das Danke, Danke, Danke benutzen, weil es halt eine Dankeskarte werden wird. So, und jetzt kommt das, was ich schon vorbereitet habe. Und zwar braucht ihr von dem Designerpapier für außen ein Stück 9,9 cm mal 14,25. Dann braucht ihr für außen auch nochmal 3,2 cm mal 14,25. Dann braucht ihr dreimal Flüsterweiß in den Maßen 3 mal in den Maßen 8,4 mal 8,4. So, die Mattungen werden bei mir marineblau. In den Maßen einmal 8,6 mal 8,6. Dann kommen auch wieder Mattungen 2 mal 14,45 mal 3,4. Dann brauchen wir 2 mal 10,1 mal 14,45. Einmal 10,6 mal 14,45. Das ist die Karte. Dann werden wir Text machen und zwar einmal... in den Maßen 9,5 mal 13,5 wird ergänzt 9,5 mal 13,5, das stimmt. Achso, den habe ich hier unten. Und dann das Weiß, was wir drauf machen, 9,1 mal 13,0. Und dann haben wir den anderen Tag 9,9 mal 13,5 und 9,5 mal 13,0. So, also ihr seht, viel zu tun. Es wird ein langes Video, fürchte ich, trotz dass ich so viel vorbereitet habe, glaube ich, dass es lang werden wird. Aber gut, schauen wir mal, wie ich es schaffe. Ich gebe zu, das erste Video ist sozusagen daneben gegangen.
das war so lang in Anführungsstrichen, beziehungsweise hatte so viele Fehler. Auch die Karte war nicht ganz so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Deswegen alles nochmal neu und die Karte ist, ja, die ist halt zurückgestellt. So, dann fangen wir mal mit der Grundkarte an. Und zwar schneide ich mir, anders als Liebesfuchs und Irenes Bastelzimmer, beide haben diese Karten auch schon einmal gemacht, Link in der Infobox. Aber ich habe mir ein Maß sozusagen geändert. Und zwar schneide ich mir die Höhe auf 14,85. So. So. Bin ich im Bild? Ja. Zack. So. Und ich kürze mir das jetzt insgesamt auf 25,4. Das Maß haben die beiden anderen im Übrigen auch. So, und dann falze ich jetzt das erste Mal bei 10,5. Und das zweite Mal bei 21,6. Da habe ich jetzt ein bisschen, aber ich meine, es sind 21,6. Ich habe nämlich meinen Prototyp verlegt. So. Aber das müsste richtig sein. Wenn das drauf passt. Ja, passt drauf. Perfekt. So, das sind die beiden Falzen, die man machen muss für die Grundkarte. Erstmal, das ist der eine Teil der Karte. Der andere Teil der Karte schneiden wir jetzt. Das sind einmal auf 9 cm einen Streifen schneiden. Und den kürze ich mir auf 18. Und falze ihn bei 9. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Das ist sozusagen der Kartenrolling. Ja? Zack, zack. So, genau. Das ist der Kartenrolling. Nachfalzen machen wir gleich, weil jetzt schneiden wir uns zuerst das Designerpapier. Und zwar schneide ich mir erstmal das Ganze, ich möchte, dass halt innen drin, also das ist das Designerpapier für drinnen, die Schrift sozusagen fortlaufend und nach oben ist. So, meine Karte soll anders als bei Liebesfuchs und Irenes Bastelzimmer links aufgeklappt werden. Also so, wie man es eigentlich immer gerne macht, ne? So, das wird dann später da drauf gesetzt. Dann wisst ihr auch sozusagen, ne, dann klappt man das so auf, zack. Deswegen muss man innen, oh Gott, jetzt werde ich kompliziert, mit dem schmalen Streifen anfangen. Dann kommt der Breite und dann kommt 10,1 sozusagen. Okay, so, das heißt, ich lege mir jetzt bewusst das genau in der Reihenfolge hier oben hin, das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht sehen. Aber damit ich sozusagen mich an meinen Mattungen orientiere und mich nicht verschneide, lege ich mir das oben hin. Okay? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ein bisschen könnt ihr es, glaube ich, sehen. So, das Ganze muss ich auf 14,25 mir schneiden. Eins, zwei und dazwischen. Das heißt, ich schneide mir erstmal zack einen Streifen von der Schrift so ab. Wenn ich das also einklebe, werde ich das so einkleben. Heißt, ich schneide mir jetzt den ersten Streifen, weil das sind ja 3,4 auf 3,2. Und ihr seht, ich schneide jetzt sozusagen auf dem Kopf. Aber wenn ich es dann einklebe, klebe ich es ja so rum ein. Ja? Jetzt kommt der zweite mit 10,4. Für das Breite. Und jetzt kommt der mit 9,9 für das Schmale. Und dann haben wir es nämlich genau richtig auch von der Schrift her geschnitten. Und häufig mache ich das halt, ne, wenn ich irgendwo einen Verlauf in einer Karte habe, dass ich mir wirklich die Mattungen, ich matte ja eigentlich alles,
hinlege, um zu sehen, was ich als erstes schneiden muss. Und ich lege mir die wirklich so hin, wie ich sie dann auch kleben würde bei solcher Art von, sagt Schnellkarte. Das finde ich einfach für mich einfacher zu visualisieren. Und vor dem Hintergrund mache ich das immer so. So, das kommt jetzt in Anführungsstrichen nach unten. Weil das kommt ja zum Schluss drauf. So, zack, zack, zack. So, dann habe ich das gemacht. Ich bin echt erstaunt. Ich finde mein Falzbein nicht schied. Dann nehme ich das von... Nehme ich das von einem Board. Ich habe, glaube ich, mein Falzbein oben liegen, weil ich habe oben was gemacht, also oben im Wohnzimmer. Also klaue ich mir jetzt dieses hier. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja nicht so, als wenn man keins hätte, ne? Oder keinen Ersatz hätte. So. Okay. Jetzt schnell nach darstellen. Jetzt falzen wir erstmal alles schön nach, damit es sich gut, einigermaßen gut legt. Wir werden gleich auch noch ein Band brauchen im Blütenrosa. Das habe ich euch jetzt aus Versehen leider nicht gezeigt. Aber ihr kennt mich ja, ne? So. So, ich gebe zu, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Corona hält mich tatsächlich so ein bisschen im Bann. Deswegen bin ich auch erstens mit, bin ich auch im ersten Video so chaotisch gewesen. Also da habe ich gar nicht den Kopf frei gehabt. Und habe immer die ganze Zeit nachgedacht und habe echt so viel falsch gemacht, das hätte ich euch nicht zeigen können. Losgelöst vom Thema, dass die Karte wirklich nicht gut geworden ist. Muss man einfach mal so sehen. Aber gut, jetzt basteln wir halt auf ein neues. Und vor dem Hintergrund Keep Smiling. Jetzt fangen wir an. Also ich weiß gar nicht, soll ich euch das Kleben zeigen im Schnelldurchlauf? Oder soll ich es außerhalb? Also ich fange jetzt einfach nur an, alles, sage ich mal, dahin zu verteilen, wo es hingehört. An Designerpapier. Okay? Das mache ich außerhalb der Kamera auch nicht jetzt im Schnelldurchlauf, weil das muss jetzt nicht sein, finde ich. Es ist einfacher sozusagen, in Anführungsstrichen, euch jetzt zu verabschieden und zu sagen, gleich seht ihr sozusagen zumindest den ersten Teil des Kartenrollings bestückt. Bis nachher. Also, ich bin fertig mit dem ersten Kleben. Und zwar habe ich jetzt die Karte, also die Grundkarte, beklebt mit dem Designerpapier. Das ist außen. Und so sieht es jetzt innen aus. Wir werden hier noch Tacktaschen machen. Das kommt hier oben drauf. Da habe ich jetzt nur die erste Mattung schon mal drauf geklebt. Ja, in alle drei Bereiche. Mehr noch nicht. Weil hier werden wir das Flüsterweiß gestalten. Und es muss ja auch noch ein Band drauf drum. Und zwar hier dieses Blütenrosa. Das ist aus dem Jahreshauptkatalog. Ne? Das kommt da auf jeden Fall drauf. Das gefällt mir nämlich auch so gut. Sehr gut für diese Karte. Oh Gott. Es fängt wieder an. Ihr merkt das. Ne? Ich werde in Anführungsstrichen nervös, beziehungsweise versuche jetzt verzweifelt, alles richtig zu machen und euch richtig zu zeigen, weil beim ersten Mal war ich ziemlich aus der Kamera raus. Ich weiß auch nicht, wie mir das passiert ist. Aber es ist halt passiert. So, so sieht also erstmal der Kartenrolling weiterhin aus. Wir machen jetzt als erstes, finde ich, die Tacktaschen. Die Tacktaschen. So, das hier sind ja 10,6 in der Breite. Das heißt, wir machen die Tacktasche, in die 9,9 soll, halt auch auf 10,6. Und genau auf 10,6 in Marineblau. So, jetzt habe ich den Faden, glaube ich, hoffentlich wieder. Mal vorsichtig nach da legen. Das kommt nach hier. So, zack. Dann gucken wir mal. Ich habe hier noch einen Rest. Ich bräuchte das auf 12,6, ne, weil Zentimeter pro passt. Zack.
Und in der Höhe mache ich 6, weil dann habe ich eine 5er-Tasche sozusagen. Das ist die erste Tasche, die lege ich mir da mal hin. Bei der zweiten bin ich ja bei 9,5. Das sind die 10,1. Dann gehe ich auf 12,1. Und hoffe, dass das auch noch 5... Doch, es sind 6. Ha, perfekt, es sind 6. Zack, habe ich ja Glück gehabt. Aus einem Rest geschnitten. Also. Ach da. Also die erste Tasche 12,6 mal 6 und die zweite 12,1 mal 6. So, und wir falzen jetzt bei den Taschen an jeder an drei Seiten bei einem Zentimeter. Na. Das ergeben dann gleich unsere Taschen. Tasche Nummer 1. Da mache ich mir jetzt mal die Markierung dran, damit ich nicht durcheinander komme. Da muss ich nämlich gleich auch drauf achten, dass ich die richtig aufklebe. So. Da ist mir bei der einen Karte ein fataler Fehler unterlaufen, den ich echt nicht gesehen habe. Und dann war die ganze Karte hinüber. Und das ist dieser. Der kommt nach da. So. Und jetzt nehme ich mir aus dem Stempelset ewige Blüten hier die Ranke. Also ihr werdet sehen, ich arbeite jetzt extrem mit der Ranke, weil ich finde diese Ranke echt schön. Die habe ich mir schon auf genau den Stempelblock gezogen. Und jetzt werden wir Ton in Ton, also sprich im Marineblau, stempeln. Vorsichtig auf Seite legen erstmal. Ich suche mal wieder mein Schmierpapier, was ich eben in der Hand hatte. Nehmen wir das. So. Fangen wir mit dem Kleinen an. Ne? Ich bin auch gut im Bild. Ja, ich bin gut im Bild. 10,1. Farbe aufnehmen. Ich finde das echt ein schönes Motiv. Also mir wirklich gut gefallen, als ich das jetzt das erste Mal benutzt habe. Und ich setze mir die Ranke einfach erstmal hier so in diese Ecke. So. Wieder Farbe aufnehmen. Dann kommt sie hier noch so ein bisschen hin. So herunter das gestempelt. Okay, könnt ihr das sehen? Ich hol euch mal ein bisschen näher. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf und ihr seht, was ich gemacht habe. Ne? Das ist also so im Endeffekt so bestempelt, Ton in Ton. Sieht man nur ganz, ganz gering. Aber ich finde, das gibt so einen kleinen Pfiff. Das machen wir hier bei dem jetzt natürlich auch. Und auch hier seht ihr, ne, so gestempelt. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Ich mache jetzt zuerst mal den Stempel sauber. Und dann sehen wir uns wieder. Und da wir gerade dabei sind, mit Marineblau zu stempeln, nehme ich mir hier das Danke, Danke. Und stempel mir das auf eins von den weißen, ne, Auflegern. So. Werbung wieder freilegen. Ich hatte das irgendwie belegt. Na, kurz gerade versuchen hinzulegen. Und das kommt jetzt hier so drauf.
mache immer mein Marineblau sofort zu, weil ich Panik habe, dass ich damit auch, ähnlich wie bei Wildleder, durch die Gegend saue. Das tue ich nämlich sehr gerne, auch sowohl mit Wildleder als auch mit Marineblau. Habt ihr das auch manchmal bei gewissen Farben? Guckt mal, da habe ich mir die Finger schon wieder dreckig gemacht. Ich weiß nicht, irgendwie, weiß auch nicht. Finger sind schon wieder dreckig, na, ist egal. Hauptsache, die Karte wird nicht dreckig. Auch das ist mir dann bei Marineblau durchaus schon mal passiert. Ähnlich wie bei Wildleder, ne? Kennt ihr, glaube ich. Habe ich nicht gemerkt, Finger sind dreckig, Tapsen drauf, fertig. Schon war die Karte hinüber. Naja, dann hoffen wir mal, dass das jetzt gut geht. Wir nehmen uns den zweiten weißen, weil da möchte ich gerne diesen Stempel nutzen. Davon nehme ich entweder den dritten oder den vierten Abdruck. Das müssen wir jetzt gerade mal ausprobieren. 1, 2, 3. Ja, den dritten. So, dann habe ich da so ein bisschen einen Verlauf. Scheiße. Ich sag doch, irgendwie ist das genauso wie mit Wildleder. Aber das legen wir jetzt auf Seite. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Zumachen. Dann muss ich mal gucken, dass ich das tatsächlich verdeckt bekomme, weil seht ihr, da habe ich auch schon wieder hier da irgendwie so leichte Schlieren, zumindest an der einen Stelle. Oh, das ist außerdem schief. Ach, das liegt daran, dass ich... Okay, wir nehmen die Rückseite nochmal. Machen das Ganze nochmal, hoffentlich gerade. Zumindest ein bisschen besser. Ich glaube, es ist etwas gerader, wobei wir eh die Ranke drüber machen werden, dann fällt es, glaube ich, gar nicht so auf. So, ich bin wieder da. Auch das ist leicht schief geworden. Was habe ich denn da heute? Naja, wir lassen es trotzdem so. Es ist eigentlich auch dunkler als da im... Naja, wir gucken mal. So, ich brauche jetzt ein Rest Flüsterweiß. Ein Rest Flüsterweiß. Wieder die Ranke. Ich habe gesagt, ne, ihr seht die Ranke heute ein bisschen häufiger. Wir brauchen auch die dazugehörige Stanze. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Stanzen heißen. Seht es mir nach. Sie gehören halt zusammen. Und jetzt nehme ich Blütenrosa. Stempel mir einmal die Ranke ab. Ihr werdet sehen, wir werden sie gleich nicht komplett brauchen. Aber ist nicht schlimm. So, das lege ich mir jetzt erstmal auf Seite, weil wir machen jetzt als nächstes Blütenrosa zu. Das lege ich mir auch mal kurz nach hier. Die Tags. Erste, was ich halt mache, ich runde mir alle Ecken ab. Ich mache die jetzt, weil ich jetzt Blütenrosa habe und mit Blütenrosa dann weiter stempeln kann. So, Moment. Also, mit dem Eckenabrunder alle Ecken abrunden. So, warum ich das jetzt gemacht habe, wir haben halt Blütenrosa hier liegen zum Stempeln und das ist, glaube ich, die letzte Sache, die wir stempeln müssen und dann machen wir das jetzt auch und zwar habe ich mir überlegt, auf die Tags natürlich auch die Ranke zu setzen,
einmal hier unten in die Ecke. Und ich wollte halt bewusst auch auf das Blütenrosa so ein bisschen stempeln. Einmal hier in die Ecke. So. Das gleiche hier bei dem Tag auch. Dann haben wir unsere Stempelaufgaben auch erfüllt. Und dann wird nur noch sozusagen tatsächlich ausgestanzt und zusammengeklebt. Wobei ich bei einer Sache noch überlege, wie ich es dann tatsächlich dekoriere. Da habe ich noch eine kleine Idee und ich weiß nicht, ob ich es wirklich umsetzen soll. Das zeige ich euch dann gleich. Aber wir haben jetzt genug gestempelt. Wir kleben, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den Tag-Taschen. Ich glaube, die Reihenfolge ist jetzt nicht verkehrt. Erstens ist das jetzt gut getrocknet. Zweitens macht es Sinn, weil dann habe ich das nicht hier rumliegen. So, das heißt, wir knicken uns die Falzen, die wir eben gezogen haben. Ihr habt euch gemerkt, ne? Jeweils bei einem Zentimeter an drei Seiten. Eigentlich kennt ihr solche Tag-Taschen von mir ja. Ich mache die gerne so. Ich gebe es ja zu. Das ist irgendwie für mich immer die beste Art, Tag-Taschen zu machen. Jetzt schneide ich hier knapp an dieser Falzecke vorbei. Hier auch ganz knapp. Hoffentlich war das jetzt nicht zu knapp. Aber eigentlich sind das gute Ecken. Ja, perfekt. Genau. Dann wären das nämlich so schöne Ecken. Das war die C,1, das heißt, das gehört hier hin. Das mache ich mir auch zuerst fertig, damit ich nicht durcheinander komme. So, doppelseitiges Klebeband. Hätte ich vorher drauf machen können, ich gebe es ja zu. Wäre wahrscheinlich gar nicht so unsinnig gewesen. Aber gut, ich habe es jetzt so rumgemacht. So. Ja, ich habe euch noch gar nicht so richtig berichtet, warum ich sozusagen so ein bisschen erstens verspätet bin mit dem Bastelvideo und insgesamt, sage ich jetzt mal vorsichtig, hier die schräge ich mir noch ein bisschen an, zack, zack, ja. Ich habe, glaube ich, eben schon angedeutet, Corona lässt grüßen. Also Corona ist in Anführungsstrichen im Kopf bei mir mehr als angekommen, weil ich eine Situation hatte, die echt für mich sehr unangenehm war. Und ich sag mal, ne, wir alle kriegen es ja jetzt mit, so nach dem Motto, geht nirgendwo hin. Stay at home, wie man in Neudeutsch sagt. Ne? Bringt niemanden in Gefahr, der in Gefahr geraten könnte. Und damit sind ja eigentlich nicht wir gemeint, die in der Regel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit einer Erkältung oder selbst mit einer Grippe gut zurechtkommen würden, sondern eher unsere Risikopatienten, unsere Alten. Und ja, ich habe zu Hause so einen Risikopatienten, meinen Vater. Und in gewisser Weise, ja, finde ich persönlich, das belastet mich im Moment. So, aber jetzt wieder zum Basteln. Ich setze hier unten die Kante an. Und klappe sozusagen nach innen das Ganze möglichst gerade hoch. Ja. So, Tasche Nummer 1. Auch schön nachfahren. Das ist ein bisschen dicker, habe ich so das Gefühl, als das Weiße. Aber es klebt. Okay. Tasche Nummer 2. Ja, war richtig.
Jetzt ist er wieder rausgerutscht. Ja. So, zack. Okay. Das ist der Nachteil. Ich gebe es ja zu. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich dann die Taschen komplett zumache. Das wäre noch eine Taktik, die man fahren kann. So. Und so kommt die Karte jetzt übereinander. Sie steht ein bisschen auf Spannung, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Was ich jetzt machen werde, ich werde den Zweig ausstanzen. Und es kann sein, dass ich auch die ausstanzen werde, weil ich hatte mir eigentlich überlegt, sozusagen die hier dran zu kleben. Es ist die große Frage, ob ich tatsächlich dieses Transparentpapier Blütenrosa nehme. Das wollte ich eigentlich tun. Das suche ich. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich von der Big Shot komme. Bis gleich. Bin wieder da. Ihr seht, ich habe mir neue Platten angeschafft, weil die alten tatsächlich ziemlich ramponiert waren und begonnen haben, sozusagen Reliefs auf die Projekte zu stanzen. Das finde ich natürlich doof. Okay. So, hier, das ist das Pergamentpapier Blütenrosa. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Serie aus dem Jahreshauptkatalog es gehört. Ich weiß es echt nicht mehr. Da ist, glaube ich, noch Olivgrün drin und ich weiß es nicht mehr. Hier dieses Safrangelb. Genau. Habe ich mal wieder entdeckt. Und habe gedacht, ne, man könnte das jetzt benutzen. Ja, diese kleinen Dinger, die sind mir jetzt ehrlich gesagt zu klein. Zack, die kommen nach hier. So. Wir fangen jetzt erstmal hiermit an. Weil... Ich wollte die Ranke einfach nur hier so drüber legen. Einfach nur so drüber legen. Und nichts mehr machen. Genau. Einfach nur hier so hin. Genau. Ja. Dann fällt nämlich auch gar nicht auf, dass ich leicht schräg gestempelt habe. So, das fällt gar nicht dann auf. Und die wollte ich tatsächlich kurz einmal hier. Und nehmen wir eine große nach oben. Ja, wir nehmen die große nach oben. Das heißt, die kleine bleibt übrig. Nicht schlimm, kommt in meine Sammlung. So, jetzt geht wieder wie üblich meine Suche nach den Dimensionals los. Ich verstehe das nie. Da, ha, ich habe sie. So. So, jetzt nehme ich mir das und Gludots, weil, ne, wir werden die Gludots unter einem Blütenblatt sozusagen kleben. Achso, ich hätte besser zuerst das Große genommen, weil bei dem Großen kann man das Blütenblatt da komplett drüber legen. Na, will nicht doch jetzt.
So, dann kann man das erstmal. Dann hat man nämlich nur an einer Stelle den Glue Dot. Und das lege ich mir hier so drauf. Dann sieht man nämlich den Glue Dot nicht so richtig. Ne? Also man sieht so minimal, aber es geht, finde ich. Ja. Achso, entschuldigt. Einmal nochmal hier den Glue Dot drunter. Das ist der Vorteil an diesem Pergamentpapier, dass dadurch, dass das farbig ist, fällt es tatsächlich nicht ganz so ins Gewicht, dass da ein Glue Dot drunter ist. Also sieht man nicht so wirklich. Da ist jetzt ein bisschen was rausgekommen von dem Glue Dot. Das versuche ich jetzt vorsichtig wegzunehmen. Sind jetzt keine Kratzer entstanden? Ich glaube nicht. So, jetzt nehme ich mir hier den Basisschmuck in Champagner. Den habe ich mir sehr ausführlich bestellt, weil den finde ich echt schön. Ich glaube, da habe ich mir mindestens 3 Pakete von bestellt. Wenn nicht sogar 4, ich weiß es nicht mehr. So. Den großen hier rein. Das war jetzt keine gute Idee. Was habe ich denn da jetzt gemacht? So. Okay, und nochmal einen großen nach hier. Das heißt, die Blüte wird auch noch so ein bisschen durch den Stein gehalten. Und das kleine in die kleine. Okay, sieht so aus. So, dann haben wir das. Hier ist dann Platz zum Draufschreiben. Das werde ich jetzt noch nicht einkleben. Das mache ich nämlich immer erst hinterher, nämlich wenn ich es beschriftet habe. Weil ich habe immer Angst, dass ich einen Rechtschreibfehler mache. Und wenn das dann da schon drin klebt, in einer Karte. Also ist eigentlich eine relativ schlichte Deko, finde ich. Nicht so viel Brimborium in Anführungsstrichen. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Moment. Noch geht's. Noch kann ich. Genau, noch kann ich retten. Das Band. Wir haben das Band vergessen. Okay. Scheiße. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Normalerweise sollte das Band draußen drum herum gelegt werden. Ich mache es jetzt hier rein. So, wenn ich es aber jetzt hier rein mache, dann muss ich hier hinten tatsächlich. Entschuldigt. Dann muss ich ja sozusagen von hier hinten kommen. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch, wie sagt man so schön, Cardstock drüber kleben. Ja, muss ich ja deswegen sowieso. Das war jetzt ein Fehler. Normalerweise kommt das Band hier so unter dem Weißen dann halt raus. Ne? Man schlingt es so drüber, damit es auch wirklich zusammenhält. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Ja gut. Ist halt die Frage. Ich könnte ja vorsichtig versuchen, das nochmal abzumachen und das Band hier drunter zu legen. Ne? Jetzt habe ich natürlich ausgerechnet so viel Dimensionals benutzt. Ach, das ist doch ein Scheiß hier.
ich versuche jetzt zu retten, was zu retten ist. Und zwar ganz vorsichtig. Ich weiß, der ein oder andere würde jetzt sagen, versuche es doch abzuziehen, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich fange jetzt an, vorsichtig die abzuschneiden, die ersten. Ich möchte mir das hier nicht zerreißen. Und ich habe so viel damit schon benutzt. Das ist jetzt ärgerlich. Also, ich mache die Kamera aus. Ich rette jetzt, ich versuche das jetzt zu retten. Aber tatsächlich nicht vor laufender Kamera, weil das macht mich in Anführungsstrichen nervös. Bis später. So. Ich habe jetzt außerhalb der Kamera die Sachen neu gemacht. Weil das besser ist. Das Abknibbeln hätte bei der Masse an Dimensionals, die ich benutzt habe, nicht wirklich funktioniert. Also habe ich es neu gemacht. So, jetzt kommt ein wichtiges Kleben. Jetzt gehe ich nämlich hin und markiere mir, bis wohin ich Kleber brauche. Das heißt, ich lege mir das hier so hinten an und nehme einen Bleistift und markiere mir hier so vorsichtig. Markiere mir vorsichtig ungefähr. Ach Mensch, ich kann das mit der Kamera nicht. So, ungefähr hier mit so zwei ganz kleinen Strichen, wo der Kleber enden sollte. So, da kommt jetzt Flüssigkleber drauf. Hier das sozusagen so aneinander. So, jetzt habe ich es richtig gerutscht. Und jetzt wird festgedrückt. Jetzt ist es ein bisschen weit unten, aber gut. Man kann es mittig machen. Ich habe es jetzt runtergemacht. Aber okay. Ist okay. So. Das ist halt eine besondere Karte. So, und ihr seht, die springt tatsächlich immer auf, weil ich diese Taschen da so reingemacht habe. Achso, nee, das ist das Neue. Gerade schon gedacht. So. Das heißt, ihr müsst sie auf jeden Fall mit einem Band verschließen. Doppelseitiges Klebeband. So, das wird aber jetzt diesmal nur hier vorne sozusagen drauf festgeklebt. Hinten bleibt es eigentlich lose. Reicht mir das mal? Nee, ein bisschen mehr noch nach vorne. Ich brauche ja immer etwas, um Schleifen zu machen. So. Dann wird das halt hier so rum. Lege ich mir das erstmal nach da und mache mir schon mal, damit ich jetzt besser kleben kann, eine Schleife rein, provisorisch in Anführungsstrichen. Und dann bleibt es wenigstens unten und klappt mir nicht in Anführungsstrichen. Immer wieder zurück. So, der Kampf mit dem Band, ich weiß, liegt jetzt daran. Also mit dem Band kann ich sowieso irgendwie nicht so richtig gut Schleifen machen. Zumindest liegt es jetzt. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Ja. Jetzt kleben wir das hier drauf. Wundert euch jetzt gleich nicht, weil ich werde das Band lang abschneiden, weil ich muss ja diese Schleife nochmal machen. Weil ich habe ja nichts beschrieben innen drin. Und wie gesagt, ne, ich und Schleifen machen ist immer so eine Sache. Aber
Die Karte wäre sozusagen fertig. Oh, ich habe mein Band fast komplett verbraucht. Das heißt, das Band muss ich nachbestellen, weil das Band finde ich echt schön. So, also die Karte ist fertig. So sieht sie sozusagen verschlossen aus. Und sie heißt halt Double Flap Funfold Card, glaube ich. Weil man eben hier diesen Bereich, ne, zack, 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 erstmal das aufklappt und dann das aufklappt. Und dann kann man hier drin tatsächlich, sage ich mal, kleine Geschenke oder was weiß ich was deponieren. Und hier draußen habt ihr den Spruch. Oder ne, die Text habe ich jetzt auch extra gemacht. Man weiß ja nie. Ne? Ich mache mir jetzt hier einen schönen Knoten rein. Zack. Und fertig ist diese Karte. Wie gesagt, sie gibt es schon von Liebesfuchs und Irenes Bastelwelt, glaube ich. Bastelzimmer, ich weiß es nicht mehr so genau. Irene ist mir sozusagen ein bisschen zuvor gekommen, das war von mir gar nicht so geplant. Ich wollte die schon viel früher hochladen, aber es hat halt nicht funktioniert. Okay, und ich wette, es ist mehr als eine Stunde, weil mein Akku fast leer ist. Wie kriege ich das zusammengeschnitten? Mal schauen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und das nächste Video ist das Verlosungsvideo. Tschüss, eure Doro.